Traditionell macht Volkswagen mit dem Konzernabend den Auftakt zum Pariser Autosalon. Bevor dieser mit den Pressetagen startet, zeigen sämtliche Konzernmarken ihre individuellen Highlights der diesjährigen Autoshow im Schatten des Eiffelturms. Der Abend beginnt mit A wie Audi. Der TT Roadster ist wohl die sinnlichste Art, einen TT zu fahren. Obwohl er kein Blechdach besitzt, müssen Fahrer und Beifahrer keinerlei Abstriche beim Komfort in Kauf nehmen. Sportliche Speerspitze bildet wieder der TTS mit munteren 310 PS. Dieser TT-Ableger hört auf den Namen TT Shooting Brake Concept. Wie es der Name schon verrät, ist er noch eine Studie. Wer aber weiß, wie viele Studien es bei Audi in den vergangenen Jahren in die Serie geschafft haben, der darf weiter hoffen. Auch wenn es die Auftaktveranstaltung zum Pariser Autosalon ist, darf Ducati nicht fehlen. Die Zweiradspezialisten sind seit einigen Jahren unter dem Dach des VW-Konzerns angesiedelt. Von der Entwicklung der Italiener profitieren auch die Ingenieure der jeweiligen Konzernmarken. Zum Beispiel, wenn es um weniger Gewicht und hohe Leistung geht. Dazu aber später mehr. Die Marke Bentley war schon immer mit großen Erfolgen auf den Rennstrecken verbunden. Dieser Mulsanne Speed trägt das sogar in seiner Typbezeichnung zur Schau. Der Ort Mulsanne hat einer berühmt-berüchtigten Kurve beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans seinen Namen gegeben. Einen besseren Namen kann es für einen sportlichen Bentley wohl kaum geben. 537 PS, 4,9 Sekunden für den Sprint auf Landstraßentempo und 305 km/h Topspeed zeigen, wie sportlich dieses Luxusauto wirklich ist. VW Nutzfahrzeuge hat zum einen den legendären Bulli mitgebracht, mit dem die Erfolgsgeschichte einst begann. Neu sind der California Beach Edition und die imposante Studie TriStar. Letzterer ist ein Concept-Car, das einen ersten Ausblick auf die kommende Generation, also den T6, gibt. Dieses Auto markiert sozusagen das Ende einer äußerst seltenen und damit wertvollen Kollektion. Dieser Bugatti Veyron ist der finale Teil der Legenden-Edition. Man hat ihm dem Gründer und Namensgeber der Marke Ettore Bugatti gewidmet. Traditionell besteht auch der sechste Teil der Edition aus nur 3 Autos. Alle 18 Fahrzeuge haben bereits einen stolzen und solventen Eigentümer gefunden. Auch die Standardversion des Veyron befindet sich auf der Zielgeraden. Es sind nur noch weniger als 20 Autos zu haben. Der Cayenne SE Hybrid dürfte in diesem Jahr der Star auf dem Messestand von Porsche sein. Beeindruckend, dass dieses große und mit Sicherheit nicht untermotorisierte SUV im Durchschnittsverbrauch mit 3,4 Liter auf 100 Kilometer zufrieden ist. Lamborghini hat eine sehr seriennahe Studie dabei. Der Name dieses Hybrid-Sportlers steht, einer alten Tradition folgend, mit einem Stier in Verbindung. Asterion ist aber kein Kampfstier, sondern ein Wesen aus der griechischen Mythologie. Halb Stier und halb Mensch. Würde der Wagen in Serie gehen, wäre er der erste Plug-in-Hybrid aus dem Hause Lamborghini. 3 Elektromotoren unterstützen den V8 bei seiner Arbeit. Das Ergebnis sind 910 PS Systemleistung. Seat steht für sportliche, bezahlbare Autos. Der neue Leon Experience folgt diesem Prinzip. Er ist ein Kombi im Offroad-Look. Allerdings ist das nicht nur Show. Der permanente Allradantrieb ist bei diesem Leon serienmäßig an Bord. Die Ausstattung glänzt mit einer Menge Assistenzsysteme. Angetrieben wird der Leon fürs Grobe von einem 184 PS Diesel. Und weil Seat ja auch für Sportlichkeit steht, ist das passenderweise der stärkste Diesel, den die Spanier bislang verbaut haben. Skoda zeigt stolz den neuen Fabia. Seine Vorgänger haben bislang 3,5 Millionen Käufer überzeugt. Die neue Generation bietet noch mehr. Mehr Assistenzsysteme, mehr Smartphone-Integration, aber weniger Verbrauch. Dieses dürfte eines der wichtigsten Autos dieses Autosalons sein. Der Passat erfreut sich weltweit großer Beliebtheit. Im Laufe dieses Jahres wird er als Plug-in-Hybrid zu haben sein. Wie beim entsprechenden Golf hört auch er auf den Namenszusatz GTE. Dank der Kombination aus 156 PS Benziner und Elektromotor bringt es der Passat auf eine Systemleistung von 218 PS. Trotz seiner Größe soll er in weniger als 8 Sekunden auf Tempo 100 sprinten. Rein elektrisch kommt er bis zu 50 km weit, das Ganze auch recht zügig. 130 km/h Höchstgeschwindigkeit sind lautlos möglich. VW zeigt in Paris auch die hocheffiziente Sportwagenstudie XL Sport.
Dieser wird vom stärksten Zweizylinder der Welt angetrieben. Imposante 200 PS zaubert er aus dem kleinen Motor. Dieser Motor stammt aus der Ducati 1199 Superleggera. Mit diesem Antrieb bringt es die aus Carbon und Magnesium gefertigte High-Tech-Fahrmaschine auf 270 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit. Leider noch eine Studie, aber man weiß ja nie. Der XL1 war der Leuchtturm, weil er eben sehr hohe Effizienz mitbringt. Er ist im Leichtbau führend und genau das wollten wir natürlich mit dem XL Sport jetzt auch aufgreifen und wollten dem Thema Effizienz jetzt auch noch das Thema Dynamik aufsetzen. Wir schauen mal, wie die Resonanz ist. Wir haben natürlich sehr viele Möglichkeiten, das XL1-Thema, den Technologieleuchtturm, noch weiter zu verwenden. Und das wäre eine mögliche Variante des XL1. Zum Ende des Abends gab es noch eine Überraschung für die mehr als 1000 geladenen Gäste. Die Schauspiellegende Catherine Deneuve bekam in ihrer Geburtsstadt eine Spende für die gemeinnützige Stiftung Cinema for Peace überreicht. Weil die Studie XL Sport der 200-millionste gefertigte Wagen des VW-Konzerns ist, gab es anlässlich dieses Jubiläums einen Scheck über 200.000 Euro. Deneuve ist die Gründungsvorsitzende der Stiftung Cinema for Peace.